Heute steckt es überall drin. Salz. Mit gefährlichen Folgen für die Gesundheit. Wir nehmen heutzutage viel zu viel Salz zu uns, viel mehr als wir benötigen. Mit erhöhter Salzzufuhr steigt das Risiko für die Entwicklung von Krankheiten, die zu Herzinfarkt und Schlaganfällen führen. Laut Weltgesundheitsorganisation sollen wir maximal 5 Gramm pro Tag zu uns nehmen. Das ist ein gestrichener Teelöffel. Aber der Salzgehalt von Lebensmitteln wird häufig unterschätzt. Das weiß auch Angela Clausen von der Verbraucherzentrale. Also der größte Teil des Salzes, den wir aufnehmen, ist versteckt in unseren Lebensmitteln. Und die Hauptquellen sind da Brot, Wurst und Käse, aber eben auch Fertiggerichte wie zum Beispiel Tiefkühlpizza. Dabei warnen Mediziner schon lange. Zu viel Salz ist gefährlich. Die gesundheitlichen Folgen können drastisch sein. Deswegen die WHO-Empfehlung, höchstens 5 Gramm Salz pro Tag. Durchschnittlich verzehren wir aber rund 10 Gramm, deutlich mehr. Wie viel Salz nehmen wir zu uns, wenn wir nur Fertiglebensmittel essen? Unsere Reporterin macht den Selbstversuch. Zum Frühstück eine Portion Cornflakes und 2 Scheiben Toastbrot mit Salami und Schmelzkäse. Macht insgesamt schon mal 3,3 Gramm Salz. Mittags gibt es ein paar Wiener mit Kartoffelsalat. Nochmal 7,9 Gramm. Und abends eine Tiefkühlpizza mit Salat und Fertigsoße. Wieder 5,4 Gramm. Am Ende des Tages kommt sie auf eine Salzzufuhr von 16,6 Gramm. Mehr als dreimal so viel wie empfohlen.